Ich bin Dr. Diana Rösler und ich bin Geschäftsführerin an der SAH Hochschule für Gesundheit. Ja, was mich glücklich macht. Glücklich macht mich natürlich meine Familie, meine Freunde, aber natürlich auch meine Arbeit und ja, das gesamte Hochschulteam und mein Garten. Ich nehme natürlich am Gesundheitstag der SAH Hochschule für Gesundheit teil. Ich gehe ein- bis zweimal die Woche joggen. Beim Gesundheitstag habe ich gelernt, dass ich noch ein-, zweimal mehr gehen müsste in der Woche. Ich versuche mich gesund zu ernähren, abwechslungsreich, eher vegetarisch. Ganz verzichten kann ich aber leider nicht. Ist aber auch sehr schwer, weil gerade die Kollegen immer wieder Süßigkeiten parat haben, dazu widerstehen ist schwierig und einem Eis kann ich auch nicht Nein sagen. Ja, ich lache sehr gerne, als Klassenclown würde ich mich aber nicht bezeichnen. Ich lerne aber sehr gerne und meine ehemaligen Klassenkameraden würden wahrscheinlich sagen, dass ich strebsam war. Ich würde sagen, mir ist es ja doch gut zugefallen und das gepaart mit dem sehr gerne lernen, das wissbegierig sein, das war einfach eine gute Kombination. Mein Lebensmotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Die Arbeit an unserer Hochschule, die finde ich extrem vielseitig, sehr spannend, kein Tag gleich dem anderen. Und ja, ich bin jetzt halt schon viele Jahre nicht mehr in vorderster Reihe mit den Studierenden tätig, was ich wirklich hin und wieder vermisse. Aber dass wir als Hochschule hier einen Beitrag leisten und die Studierenden unterstützen, auf ihrem Bildungsweg begleiten, und damit auch einen Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung leisten, das erfüllt mich schon sehr. Am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass ich mit meinem Tun und meinem Handeln oder eben auch mit meinem Nicht-Tun oder dem, was man halt eben unterlässt, mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen kann.